Hoflieferanten wurden auch ausgezeichnet mit dem Nachhaltigkeitspreis 2010. Was ist Ihnen besonders aufgefallen bei den Hoflieferanten als Teilnehmer dieses Preises? Also für mich war es einfach wirklich ein Geschenk, so eine Firma betreuen zu können, weil einfach, wie soll ich sagen, denen habe ich über Nachhaltigkeit nicht viel erklären braucht, sondern es war wirklich ein Schätzeheben. Das hat mich sehr beeindruckt. Sehr viel Wertschätzung von den Mitarbeitern, aber auch von den Geschäftsführern. Das Erfolgsrezept habe ich erkannt eigentlich, dass die Leute sehr stark auf ihren Stärken aufbauen, die Schwächen mitnehmen, ja, aber es ist der Fokus immer sehr stark, was kann der Einzelne, und das ist sicher eins der Erfolgsrezepte. Wie lebt man Nachhaltigkeit? Ja, Nachhaltigkeit hat natürlich mehrere Bereiche, aber ein spezieller Bereich ist natürlich, dass man mit unseren Mitarbeitern, die sehr wertvolles Kapital sind im Betrieb, beziehungsweise auch für verschiedenste Kundenberatungen immer wieder zur Verfügung stehen, dass wir sehr offen und fair mit unseren Mitarbeitern umgehen und den Mitarbeitern auch sehr viel Verantwortung übertragen, aber das auch sehr schätzen. Und die Mitarbeiter eigentlich unsere Stärke sind, weil sie einfach so gut mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Weiterbildung wird bei uns natürlich auch forciert und ich kann das ja natürlich da mit einbringen und ich habe ein Jahr lang halt daran gearbeitet, dass ich jetzt diplomierte Ernährungstrainerin sein darf. Es gibt immer noch die Diskussion, ist Bio teuer? Bio ist preiswert und auf jeden Fall gesünder und deshalb besser als konventionell.